There were no strategy, specific strategy at the start. We knew it was going to be a tight race. Hockenheim was an extremely fast track, limited number of corners, high speed straight on one direction. So the goal was to stay in the slipstream of other cars and so on. Über ein Drittel der Karten war im Vorverkauf abgesetzt worden. Um das Motodrom bis zum letzten Platz ausnutzen zu können, hatte der Veranstalter das Mitbringen von Liegen und Klappstühlen verboten. Kurz vor dem Rennen drängten sich 120.000 Menschen auf den überfüllten Rängen. Wie römische Gladiatoren wurden die Fahrer in offenen Sportwagen dem Publikum präsentiert. Yes, it's already 40 years ago. It looks yesterday, definitely. One of the highlight races of the 70s in Formula One, no doubt. Why was it so exciting? Probably simply because you couldn't say who was going to win until the very last laps. Going to overtake in the slipstream, Jochen, he was pointing his finger near his mirror to say, you can pass on the left. When he was overtaking me, I could point my finger on the other side, do it. Jochen Rindt heißt der Sieger des Großen Preises von Deutschland und er hat damit 45 Weltmeisterschaftspunkte. He won because at the end he was just better than me. He was so pleased with the car. He actually said a monkey could have driven this car and won. I think it's a big exaggeration. Only him could drive that car as he was driving it at the limit. With an unbelievable talent. Warmest congratulations to Jochen Rindt for magnificent drive, running like this, well done, superb. Er ist bei der Siegerehrung am Stockerl oben und ich schmeiße ihm das Mikro rauf und er sagt, was ist? Sag ich, Interview, komm. Und wir haben dort oben ein emotionales Interview gehabt, das war Wahnsinn, das war einmalig. Anyway, I know before the end I couldn't beat you, and I've appreciated very much the way we have raced together. It was very, very nice, really. Er sagt, dass er gleich am Anfang gemerkt hat, dass mein Auto ein bisschen besser gelegen ist wie seines und die Geschwindigkeit auf der Geraden ungefähr gleich war. Und er hat gedacht, dass ich die besseren Chancen habe. Und eigentlich, das ist das, was ich mir auch gedacht habe. Auf jeden Fall war es ein super Rennen zusammen. Wir haben uns gegenseitig nie behindert und wir sind, glaube ich, beide sehr zufrieden.